Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es steht außer Zweifel, der wichtigste Moment im Leben ist der Tod. Dieses Wort des Verstorbenen war in den letzten Tagen öfters zu hören. Otto von Habsburg hat diesen Moment hinter sich. Er ist jenseits der Schwelle, vor der wir alle noch stehen, im Gebet für ihn und mit ihm verbunden. Begrüße ich Sie alle im Hohen Dom, draußen auf dem Stephansplatz und über die vielen Medien, die mit uns verbunden sind. An erster Stelle und in herzlicher Anteilnahme grüße ich den Chef des Hauses Habsburg, Erzherzog Karl, und mit ihm seine Gattin und seine Kinder sowie die ganze Familie. Mögen der Verstorbene und seine heute mit ihm beigesetzte Gattin, Erzherzogin Regina, ihre schützende Hand über den Glauben und die Einheit der ganzen Familie halten. Im Namen des Heiligen Vaters darf ich Ihnen seine persönliche Anteilnahme überbringen. Mein respektvoller Gruß gilt unserem Herrn Bundespräsidenten und seiner Gattin. Hochachtungsvoll begrüße ich die anwesenden Staatsoberhäupter aus dem Ausland, Ihre Majestäten, den König und die Königin von Schweden, den Fürsten und die Fürstin von Liechtenstein, den Großherzog von Luxemburg, den Präsidenten der Republik Georgien und seine Gattin, den Großmeister des souveränen Malteserordens und mit ihnen alle Vertreter der Königs- und Fürstenhäuser. Ich begrüße den mitfeiernden, hochwürdigsten Herrn Apostolischen Nuntius, den Vertreter des Heiligen Vaters in unserem Land, und mit ihm alle Bischöfe, Äbte, die Vertreter der Ökumene, die Priester, die Diakone und alle Ordensleute. Respektvoll begrüße ich alle Vertreter des öffentlichen Lebens aus dem In- und Ausland, an der Spitze den Bundeskanzler und den Vizekanzler der Republik Österreich, den Regierungschef von Mazedonien, den Präsidenten des Europäischen Parlaments, dem der Verstorbene über 20 Jahre angehört hat, alle in- und ausländischen Regierungsmitglieder und die Vertreter der Europäischen Kommission. Ich begrüße die Autoritäten der Bundesländer, an ihrer Spitze den Bürgermeister von Wien, ihm und allen zivilen und militärischen Autoritäten danke ich für die gute Mithilfe zu diesen Feierlichkeiten. Ich begrüße alle Orden, Verbindungen, Verbände und Vereine, die so zahlreich gekommen sind und die durch ihr Mitfeiern ihre treue Verbundenheit mit dem Verstorbenen bezeugen. Sie alle, Brüder und Schwestern, in Anteilnahme und Gebet versammelt, begrüße ich herzlich. Ganz im Sinne des Verstorbenen und der Trauerfamilie darf ich Sie alle bitten, in der heutigen Kollekte, in der Sammlung, großzügig der schrecklichen Hungerskatastrophe im Horn von Afrika zu gedenken. Helfen Sie den vom Hungertod bedrohten Menschen, denn Hilfe tut dringend Not. Brüder und Schwestern, ich darf nun den hochwürdigsten Herrn Apostolischen Nuntius bitten, die Beileidsworte des Heiligen Vaters zu verlesen. Seiner kaiserlichen Hoheit, Erzherzog Karl von Österreich. Mit tiefer Anteilnahme habe ich vom Heimgang Ihres Vaters
seiner kaiserlichen königlichen Hoheit Erzherzog Otto von Österreich Kenntnis erhalten. In der Stunde der Trauer über diesen schmerzlichen Verlust verbinde ich mich mit Ihnen und der gesamten kaiserlichen Familie im Gebet für den Verstorbenen. In einem langen und erfüllten Leben ist Erzherzog Otto zum Zeugen der wechselvollen Geschichte Europas geworden. In Verantwortung vor Gott und im Bewusstsein eines bedeutenden Erbes hat er sich als großer Europäer unermüdlich für den Frieden, das Miteinander der Völker und eine gerechte Ordnung auf diesem Kontinent eingesetzt. Gott der Herr, möge ihm sein vielfältiges Wirken zum Wohle der Menschen reichlich lohnen und schenke ihm das Leben in Fülle in seinem himmlischen Reich. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria erteile ich den Angehörigen und allen, die um Erzherzog Otto trauern und für sein ewiges Heil beten, von Herzen den apostolischen Segen. Benediktus der 16. Papst. Vor Gott stehen wir als Sünder, bekennen wir unsere Sünde, bitten wir um sein Erbarmen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir glauben und bekennen, dass dein Sohn für uns gestorben und auferstanden ist. Im Glauben an dieses Geheimnis ist unser Bruder Otto von uns gegangen. Wie er in Christus gestorben ist, so lass ihn auch durch Christus auferstehen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen sprach der Herr zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Da zog Abraham weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Abraham nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben hatten, und die Knechte und Mägde, die sie in Haran gewonnen hatten. Sie wanderten nach Kanaan aus und kamen dort an. Abraham zog durch das Land,
bis zur Stätte von Sichern, bis zur Orakeleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. Der Herr erschien Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baut er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da brach er auf zum Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann zog Abraham immer weiter dem Negeb zu. Wort des lebendigen Gottes. Et Christus
Das war jetzt das Dies Irae aus der Messe von Michael Haydn, ein mittelalterlicher Hymnus vom jüngsten Gericht unter Hoffnung, dass Gott ein gnädiger Richter ist. Es folgt eine zweite Lesung, die erste war gelesen von Karl Habsburg, jetzt kommt Ferdinand mit einer Lesung aus dem Römerbrief. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforscht sind seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben musste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre und in Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Vor dem Evangelium findet eine Prozession mit dem Buch statt. Es wird
vom Kantor und von allen zusammen ein Halleluja gesungen. Das war lange Zeit nicht üblich in Requiem der katholischen Liturgie, aber seit der Reform auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, und wir haben hier keine tridentinische Messe, sondern einen auf dem Konzil, dann ist dieses Halleluja wieder eingeführt worden wegen der österlichen Grundstimmung des Requiems in der katholischen Kirche. Wir sehen den Diakon, wie er jetzt zum Erzbischof geht und sich den Segen holt für die Verkündigung der frohen Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium stammt aus Matthäus, aus dem 5. Kapitel. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus.
dicertesce ca Jesus Christus. Liebe Trauernde und im Glauben mit dem Verstorbenen, mit eurer Mutter, verbundenen, im Glauben zuversichtlich hoffende Familie, verehrte Mitfeiernde, Mittrauernde, Mitbetende, liebe Brüder und Schwestern hier im Dom und draußen auf dem Stephansplatz oder verbunden mit uns über die Medien. Viel Würdigendes ist in den vergangenen Tagen über das Leben des Verstorbenen gesagt worden. Heute, am Ende seines Pilgerweges, geht es um die letzten Fragen, die sich jeden Menschen stellen angesichts des Todes. Heute stelle ich an ihn und an uns, die wir seiner gedenken, die Frage: Wie können wir uns von Otto von Habsburg in Dankbarkeit und Respekt so verabschieden und sein Leben und Sterben so deuten, dass viele angeregt werden, über ihr eigenes Leben und auch über ihr unausweichliches Sterben nachzudenken und es im Licht des Glaubens der Kirche zu verstehen und zu gestalten? Es ist unsere christliche Grundüberzeugung, dass jeder Mensch von Gott gewollt ist, einmalig geschaffen und eine eigene, unverwechselbare Berufung hat. Sie aufzufinden, auf sie zu antworten, ist letztlich entscheidend für ein geglücktes Leben vor Gott, nicht immer unbedingt vor den Menschen. Menschen sind oft gefordert, einer Berufung treu zu bleiben, obwohl das Umfeld sich völlig verändert hat, anders geworden ist. Das Leben des Verstorbenen ist dafür ein Beispiel. Die Lesungen der Heiligen Schrift, die wir gehört haben, weisen in diese Richtung. Da ist zuerst Abraham, zu dem der Herr spricht: Zieh weg aus deinem Land, in das Land, das ich dir zeigen werde. Du sollst ein Segen sein, durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Abraham, wir verehren ihn als den Vater im Glauben. Er ist sein Leben lang unterwegs gewesen, auf Wegen, die für ihn selber völlig unerwartet waren, denen er sich aber Gott vertrauend, Gott glaubend gestellt hat. In den neuen Situationen, in denen der Ruf Gottes ihn gebracht hat, die ihn aus seiner bisher vertrauten Welt herausgerissen haben, hat er seine Berufung gefunden. Otto von Habsburg wurde durch die gewaltigen politischen Umbrüche in eine neue Lebenssituation hineingestellt, die ihm als Kronprinz und als Thronfolger der großen Doppelmonarchie sicher nicht vorgezeichnet waren. Das berühmte Bild des Vierjährigen im weißen Kleid zwischen seinen Eltern beim Begräbnis von Kaiser Franz Josef ging dieser Tage durch alle Medien. 2 Jahre später, als er 6 Jahre alt war, ging die Monarchie zu Ende und damit die Welt, in der er eine so große Rolle hätte spielen sollen. Ich bewundere an ihm 2 Haltungen, die er in seinem langen Leben seit dem Zusammenbruch der alten kaiserlichen Welt in vorbildlicher Weise vorgelebt hat. Einerseits die Fähigkeit, sich wach und ohne Scheu auf völlig neue Situationen einzustellen. Und andererseits der Mut, die Entschiedenheit an dem festzuhalten, was er als Erbe und Auftrag aus seiner Herkunft ansah. Das erklärt zum Teil auch die Widersprüchlichkeit der Reaktionen auf ihn, der Urteile über ihn. Den einen zu modern, zu unkonventionell, den anderen zu konservativ, ja reaktionär. In Wirklichkeit, so sehe ich es, ist er ein leuchtendes Beispiel unbeirrbarer lebenslanger Treue zur eigenen, unverwechselbaren Berufung. Otto von Habsburg hat seine Berufung angenommen im christlichen Glauben,
den er in seltener Tiefe von seinen Eltern vorgelebt bekam. Er hat das Erbe seiner Familie als Auftrag und Berufung verstanden. Er hat nicht der Vergangenheit nachgetrauert, sich aber auch nicht von denen einschüchtern lassen, die sie kleinreden möchten und nur deren Schattenseiten sehen wollen. Er hat uns vorgelebt, wie wir unverkrampft aus dem Gestern für das Morgen schöpfen können, in Sachen Umgang mit der Geschichte dürfen wir in Österreich von ihm lernen. Und lernen war nie eine Schande. Es gehört zur Political Correctness, die Idee des Gottes Gnadentums für völlig vorgestrig zu halten. Otto von Habsburg hat sie im ganz ursprünglich gemeinten Sinn zuerst als Verantwortung verstanden. Nicht als ein Anrecht auf eine Herrscherposition, sondern als Auftrag, die anvertraute Aufgabe, in die wir hineingestellt sind, in Verantwortung vor Gott wahrzunehmen. Die Verantwortung vor Gott, wie wir mit dem uns Anvertrauten umgehen, das können wir weder delegieren noch jemals ablegen. 1971 bereits schrieb Otto von Habsburg über das, was jetzt 40 Jahre später für ihn Wirklichkeit geworden ist. Er sagte, wenn man seinem Schöpfer entgegentritt, gilt vor diesem nur Pflichterfüllung und guter Wille. Gott verlangt von dem Menschen nicht, ihm Siegesberichte zu bringen. Den Erfolg gibt er. Von uns erwartet er nur, dass wir unser Bestes tun. Brüder und Schwestern, das Evangelium von den 8 Seligpreisungen enthält das Herzstück der Verkündigung Jesu. Es mag schon stimmen, wie immer wieder gesagt wurde, dass mit den Seligpreisungen kein Staat zu machen ist. Sie sind sicher nicht ein Staatsgrundgesetz. Aber sie sind eine Charta für ein geglücktes Leben, das sich gelohnt hat, dem Gott seinen Lohn verheißt. Und so nehme ich 3 daraus. Erstens, selig, die arm sind vor Gott. Seinem geglückten Leben gehört vor allem die große Gabe der Demut. Die Gabe der wirklich Großen, die sich vor Gott klein wissen und daher auf niemanden herabzuschauen brauchen. Zahllosen Menschen ist Otto von Habsburg aufgefallen dadurch, dass er keinerlei Standesdünkel hatte. Das aber gepaart mit dem bescheidenen Selbstbewusstsein, der Erbe des Hauses Habsburg zu sein. Wie gut täte es uns allen, auch ohne aus kaiserlichem Haus zu stammen, uns der königlichen Würde jedes Menschen, nicht nur jedes Christen, bewusst zu werden, von der die jüdisch-christliche Tradition so mächtig Zeugnis gibt. Diese tief in seinem Glauben wurzelnde Überzeugung ermöglichte es Otto von Habsburg, Menschen unterschiedlichster Herkunft und Weltanschauung auf Augenhöhe zu begegnen. So sagt er selber einmal, der gläubige Mensch sieht in sich selbst und in seinem Nächsten ein Ebenbild Gottes, dem der Schöpfer Rechte gegeben hat, die ihm weder ein Einzelner noch ein Staat, weder ein Tyrann noch der schwankende Wille einer Mehrheit wegnehmen kann. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das Streben nach Gerechtigkeit war zweifellos eine weitere Grundhaltung in seinem Leben. Am äußeren Burgtor, durch das der Kondukt dann führen wird, steht der Wahlspruch Kaiser Franz des Ersten, seines Ur-Ur-Urgroßvaters, Justitia regnorum fundamentum. Die Gerechtigkeit ist das Fundament aller Herrschaft. Otto von Habsburg hat in seinem langen Leben gesehen, wie Staaten zu Räuberbanden degenerieren.
wenn die Gerechtigkeit nicht mehr ihre Grundlage ist, wenn Einzel- oder Nationalinteressen das Gemeinwohl verdrängen, wenn brutale Macht die Ordnung der Gerechtigkeit verdrängt. Und schließlich drittens selig die Friedensstifter. Keine der Seligpreisungen Jesu hat im Leben des Verstorbenen ein solches Gewicht wie diese. Ein Tag Krieg kostet viel mehr als ein Jahr Friedenserhalt, hat er einmal gesagt. Es sei mir gestattet, zum Schluss im Blick auf diese Seligpreisung einen Gedanken auszusprechen, den ich tief im Herzen trage. Ich denke an die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. In der langen, prägenden und in vieler Hinsicht reich gesegneten Regierungszeit Kaiser Franz Josefs gab es wohl keinen schwereren, folgenreicheren Fehler als den, diesem Krieg zuzustimmen und ihn zu erklären. Er hat zum sinnlosesten Blutvergießen geführt, dem auch das Bemühen des Vaters des Verstorbenen, des seligen Kaisers Karl, nicht mehr Einhalt gebieten konnte. Und die beiden schlimmsten massenmordenden Ideologien, die die Menschheitsgeschichte gekannt hat, waren bittere, giftige Früchte auch dieses Krieges. Dürfen wir das Lebenswerk dieses großen Verstorbenen nicht auch als einen unermüdlichen Versuch verstehen, das Unglück, das der Erste Weltkrieg über Europa, über die Menschheit gebracht hat, wieder gut zu machen? Mit aller Leidenschaft seines Herzens, seiner großen Intelligenz und seines Mutes hat er dem Friedensprojekt Europa gedient. Gewiss, auch eine noch so gut gelungene europäische Integration schafft nicht das Paradies auf Erden. Aber das ist auch nicht Aufgabe der Politik. Aber ein gutes, gedeihliches Zusammenleben der Völker und Kulturen, der Sprachen und Religionen zu fördern, darin sah Otto von Habsburg seinen Auftrag, seine Berufung, in Treue zum Erbe seines Hauses, im Geist des Evangeliums Jesu Christi, dass die Friedensstifter selig preist. Lassen Sie mich mit einer persönlichen Erinnerung schließen. Am 22. Mai 2004 fand in Mariazell bei der Gnadenmutter der Mitteleuropäische Katholikentag statt. Über 100.000 Pilger waren nach Mariazell gekommen aus 8 Ländern. Polen und Tschechen, Slowaken und Ungarn, Kroaten und Serben, Bosnier und Österreicher. Im Unterschied zu heute, wo wir Kaiserwetter haben, war das Wetter schrecklich, eiskalt und regnerisch. Otto von Habsburg und seine Verehrte, ihm unzertrennlich helfend zur Seite stehende Frau Regina, waren dabei. Nach dem Gottesdienst fragte ich den damals 92-Jährigen, ob er nicht schrecklich gefroren habe. Seine Antwort: mit einem unvergesslichen Freudenstrahlen. Nein, dafür haben wir doch gelebt. Dafür gelebt zu haben. Dafür sageich heute: vergelt's Gott, hoher Herr. Vergelt's Gott, großer Heimgekehrter. Vergelt's Gott, treuer Diener. Geh ein in die Freude deines Herrn. Amen. Kardinal Schönborn hat mit einer persönlichen Erinnerung diese Predigt beendet, wo er die Kontinuität der Treue zum Auftrag gedacht hat, in Erinnerung an den großen Glaubenszeugen Abraham aus dem Alten Testament. Er trug übrigens einen Stab, den Kaiser Karl noch einem Bischof überreicht hatte zu seiner Weihe, und das Messgewand ist aus der Uniform des
Erzherzog Prinz, nein, des Prinz Eugen, richtig gesprochen. Es folgen jetzt liturgisch die Fürbitten. Es eröffnet der einzige Priester aus der Habsburger Familie zurzeit, Pater Paul Habsburg, ein Mitglied der Legionäre Christi. Und es schließen sich dann jeweils mit je einer Fürbitte die Kinder von Karl Habsburg an, der Reihe nach Walburger als Letzte. Zu unserem Herrn Jesus Christus, in dessen fürsorglicher Hand wir uns geborgen wissen, beten wir voll Vertrauen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des seligen Kaiser Karl. Unser lieber Vater hat sich für den Schutz des Lebens und für die Menschenrechte eingesetzt. Herr, lohne ihm diesen Einsatz mit dem ewigen Leben. Uns aber hilf, mutige Anwälte des Lebens und des Rechtes zu sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Unser lieber Vater war ein Freund und Förderer der Familie. Herr, lass ihn bei dir in der Gemeinschaft der Heiligen geborgen sein und stärke den Zusammenhalt in den Familien und zwischen den Generationen. Unser lieber Vater hat sich für die Verständigung und die Einheit der Völker Europas eingesetzt. Herr, gib, dass alle Bemühungen um die Einheit Europas von deinem Segen begleitet werden und zu einer wahren Verständigung und zum Wohl der Völker führen. Unser lieber Vater ist kompromisslos gegen die Ideologien des Nationalsozialismus, des Kommunismus und des Relativismus eingetreten. Hilf uns, alle menschenverachtenden Ideologien zu überwinden und hilf den Völkern, ihr Zusammenleben von deiner Vorsehung gestalten zu lassen. Wir bitten dich. Unser lieber Vater hat sich um ein Leben aus dem christlichen Glauben bemüht. Vollende sein Streben in deinem Reich und stärke auch uns auf diesem Wege. Wir bitten dich, erhöre uns. Unser lieber Vater hat sich für die Einigung ganz Europas auf christlicher Grundlage eingesetzt. Stärke alle Politiker in diesem Anliegen, damit sie jene traditionsreichen christlichen Nationen von Georgien bis Albanien nicht vergessen, die heute noch nicht zum vereinten Europa gehören. Wir bitten dich, erhöre uns. Unser lieber Vater hat sich lange und tief auf seine letzte Stunde vorbereitet. Wir bitten dich heute für jenen aus unserer Mitte, den du als Nächsten vor deinen Richterstuhl berufen willst. Schenke ihm die Gnade eines guten Todes und sei ihm ein barmherziger Richter. Herr Jesus Christus, du bist der Trost der Trauernden. Stärke die Kinder und Enkel und alle Angehörigen unseres lieben Verstorbenen. Seinem Sohn Karl aber, dem Oberhaupt unserer Familie, gib die Kraft, die Einheit und Treue seiner großen Familie zu erhalten. Erleuchte und beschütze ihn und begleite ihn mit deinem Segen sein Leben lang. Um all dies bitten wir dich, Herr Jesus Christus, im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit und Gnade. Amen. Damit ist der Wortgottesdienst, der erste Teil der Requiemsliturgie, abgeschlossen. Es beginnt jetzt die Bereitung der Gaben, die zum Altar gebracht werden. Und währenddessen singt der Chor aus Michael Haydns Requiem das Domine Jesu Christe, ein Gesang während der Gabbereitung. Domine Jesu Christe.
Weihrauch das Zeichen der Reinigung. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt das Opfer an aus seinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, wir bringen unsere Gaben dafür deinen Diener Otto. In seinem Leben hat er an Christus, unseren Erlöser und Heiland, geglaubt. Darum sei ihm, Christus, auch ein gnädiger Richter, er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Es beginnt jetzt das große Hochgebet der Liturgie und die Konzelebranten treten an den Altar. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist der eine, der den Tod auf sich nahm für uns alle, damit wir im Tode nicht untergehen. Er ist der eine, der für uns alle gestorben ist, damit wir bei dir in Ewigkeit leben. Durch ihn preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob
deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Benedikt, unserem Bischof Christoph und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Bruders Otto und unserer Schwester Regina, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehören sie Christus an, ihm sind sie gleich geworden im Tod. Lass sie mit Christus zum Leben auferstehen. Vater, erbarme dich, gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Stephanus, dem seligen Kaiser Karl und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Es wird nun der Friedensgruß gereicht zwischen den Ehrengästen und auch im ganzen mitfeiernden Volk. Wir sahen vorher am Altar neben dem Kardinal Erzbischof Schönborn, links den Erzbischof von Trnava, also aus der Slowakei, auf der rechten Seite den Erzbischof von Prag dann nachher. Also es sind im Grunde genommen alle umliegenden Diözesen vertreten, wie gesagt, mit Ausnahme von Ungarn. Es war auch der Weihbischof von Slowenien, Jamnik, hier am Altar zu sehen. Ganz links sehen wir dann noch einmal den Habsburger Pater Paul Habsburg von den Legionaren Christi und dazwischen der uns allen bekannte Tone Faber, der Dompfarrer, der in Österreich kein Unbekannter ist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht der Herr. Der Kommunion. Austeilung singt jetzt wieder der Chor von Michael Haydn aus dem Requiem, das Kommunionstück Requiem Aeternam Dona Eis Domine, ewiges Leben schenke Ihnen der Herr. Thank you.
Jetzt bitte. Ja. Ja. Werden wir fertig. Das war das letzte große Stück von Michael Haydns Requiem in C-Moll. Unter der musikalischen Leitung hat musiziert die Dommusik St. Stephan und geleitet hat Professor Markus Landerer. Wir sehen hier noch einmal die Osterkerze aus der Lichtwerkstatt St. Stephan, eigens angefertigt für die österliche Liturgie dieses Jahres. Und die Liturgie wird sich jetzt fortsetzen zum Schlussgebet. Mit einem Segen wird die offizielle Liturgie geschlossen und im Anschluss ist dann die sogenannte Aussegnung, also jene liturgische Handlung rund um den Toten, der hier im Sarg aufgebahrt ist, bevor dann der Kondukt zur Kapuzinerkirche führen wird. Spiel kündigt sich an das Lied Großer Gott, wir loben dich.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, unser Bruder Otto ist aus dieser Welt zu dir heimgekehrt. Reinige ihn durch die Kraft dieses Opfers, befreie ihn von der Last seiner Sünden und lass ihn auferstehen zur ewigen Freude. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Die Zelebranten gehen jetzt in die obere Sakristei des Stephansdoms, kleiden sich um, bevor dann die feierliche liturgische Verabschiedung des Sarges aus dem Stephansdom stattfindet. Die Verabschiedung geht dann über in den Kondukt zur Kapuzinergruft. Ja, und wir sehen, dass vor dem Stephansdom bereits die Fahnenabordnungen und der erste Teil des Kondukts Aufstellung genommen hat. Der Kondukt ist ja mehr als einen Kilometer lang. Das heißt, die Spitze des Kondukts wird bereits beim Kohlmarkt stehen, wenn der Sarg sich in Bewegung setzen wird. Traditionsverband der ehemaligen Leibgarde, der hier noch Spalier bildet. Wir bereiten uns im Dom jetzt auf den Auszug aus der Kirche vor. Wenn der Sarg dann aus dem Dom auf den Platz vor dem Dom geleitet wird, dann beginnt auch die Bummerin zu läuten. Dann wird sich der Kondukt Richtung Augustinerkirche in Bewegung setzen. Der Kondukt wird nicht den kürzesten Weg nehmen, er wird durch die Hofburg geleitet werden über den Ring. Wir sehen jetzt noch einmal den Sarg Otto Habsburgs mit einem Grabtuch, mit einer Grabdecke, das eine gewisse Symbolik hat. Das Schwarz-Gelb der Monarchie, aber auch nicht nur der Donaumonarchie, sondern des alten Heiligen Römischen Reiches mit dem schwarzen Adler und dem goldenen Grund. Es beginnt jetzt die Verabschiedung. Der Kardinal hat wieder Aufstellung genommen. Es ist mit starken Ritualen das Wasser, mit dem der Tote getauft worden ist, der Weihrauch, der alles Dämonische reinigen soll, eine Kraft des Reinigenden. Und hier kann der Direktor etwas sagen dazu. Ja, auf dem Sargtuch, das in den alten Farben des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gehalten ist, schwarz-gelb, haben wir auch das Doppelwappen der Donaumonarchie mit den beiden Reichswappen Österreich und Ungarn. Lasst uns in Stille des Verstorbenen gedenken, der unter uns gelebt und den Gott zu sich gerufen hat. Thank you.
hören jetzt schon während des stillen Gedenkens das Läuten der neuen Bummerin. Die alte Bummerin war ja aus Türkenkugeln. Zu unserem Herrn Jesus Christus beten wir voll Vertrauen für unseren Bruder Otto. Erlöse ihn, o Herr. Erlöse ihn, o Herr. Von aller Schuld. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Menschwerdung. Erlöse ihn, o Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse ihn, o Herr. Durch deinen Tod und deine Auferstehung. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Erlöse ihn, o Herr. Allmächtiger Gott. Im Sterben deines Sohnes hast du die Macht des Todes gebrochen und in der Taufe allen Gliedern seines Leibes Anteil an der Auferstehung gegeben. Wir bitten dich für unseren Bruder Otto, sei ihm ein gnädiger Richter und lass ihn erfahren, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz jemals empfunden hat, du aber jenen bereitet hast, die dich lieben. So bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Okay. Kardinal umschreitet jetzt den Sarg und besprengt ihn, wie gesagt, mit Weihwasser als Erinnerung an die Taufe. Vorher wird noch Weihrauch eingelegt, weil nachher auch das Ganze mit dem Weihrauch geschieht. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Euer Leib ist der Vergänglichkeit ausgesetzt, der Herr aber wird euch auferwecken. Abschluss dieser Verabschiedung. Den Abschluss der Verabschiedung bildet das vom Chor und von der gesamten feiernden Gemeinde gesungene Salve Regina, sei gegrüßt, Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Thank you.
Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern suchen die künftige. Lasst uns darum den Leib unseres Bruders Otto zu Grab tragen, in der Hoffnung auf die Auferstehung. Vor dem Hinausgeleiten des Sarges unseres Verstorbenen zu seiner letzten Ruhestätte in der Gruft seiner Ahnen wird nun eine Strophe der alten Volkshymne »Gott erhalte, Gott beschütze« gesungen. Es ist dies ein letzter Gruß an den Verewigten, eine Hommage an seine Familie und an die untrennbar mit der Geschichte unseres Landes verbundene Geschichte der Familie. Möge uns alle Gott beschützen und uns führen mit weiser Hand. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.